Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen aus dem Süden von Düsseldorf. Für mich geht es heute auf eine 63 Kilometer lange Radtour Richtung Köln. Auf der einen Seite, auf der Rheinseite hin und auf der anderen Seite entsprechend wieder zurück. Wetter ist bisher noch bedeckt, aber das soll über den Tag hin ein bisschen besser werden. Ja, und so wünsche ich euch viel Spaß mit dem allerersten Radvideo auf diesem auf diesem YouTube-Kanal. Und dann würde ich sagen, schön, dass ihr dabei seid. Ja, hier dieses kleine Stück, wo ich jetzt fahre, das war tatsächlich auch offizielle Strecke des Megamarsch Düsseldorf. Kam mir gerade sehr bekannt vor hier, Benrath, Tippelsberg und der McDonald's hier. Und da hatte ich ja damals mit dem Klaas philosophiert, ob der McDonald's ein Verpflegungspunkt ist, was natürlich als Scherz nur gemeint war. Ich habe mir diese Route tatsächlich extra ausgesucht. Ich habe verschiedene Kombinationen ausprobiert von Solingen aus. Du hast erstmal ordentlich Höhenmeter bergab bis nach Düsseldorf oder bis nach Köln. Aber ich muss im Zweifel auch diesen ganzen Weg wieder zurückfahren. Denn ehrlich gesagt habe ich keine Lust, mit Bus und Bahn da durch die Gegend zu teilfen, wenn ich quasi ein Auto sozusagen habe. Wobei das Fahrrad ins Auto zu bekommen war auch nicht ganz so leicht. Also da muss ich schon ein bisschen Finesse anwenden. Aber ihr seht ja, es hat geklappt und so langsam wird es auch ein bisschen heller. Die Sonne geht auf, 7.39 Uhr ist Sonnenaufgang und wird, glaube ich, ein ganz, ganz interessanter Tag. Eine ganz interessante Tour vor allen Dingen auch. Wollen wir mal schauen, wie es mir nach 63 Kilometern denn geht. Hallo, hallo! Mama Mia, mach die Augen auf, ey! Schön alles auf Kamera, richtig geil! In Düsseldorf-Uhrenbach angekommen. Parallel zu mir liegt die Uhrenbacher Kempe. Ein wundervolles, schönes Naturschutzgebiet direkt am Rhein. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob man im Naturschutzgebiet mit dem Fahrrad fahren darf. Denn ich habe schon einige Naturschutzgebiete gesehen, wo das Fahrradfahren dort verboten ist. Aber ich bleibe sowieso auf meinem Track. Der führt mich hin und wieder am Rhein entlang. Große Teile zu späterem Zeitpunkt auf jeden Fall. Und hier diese wundervolle kleine, das kleine Kunstwerk hier, finde ich richtig toll. Also ich finde generell hier Düsseldorf-Uhrenbach sehr urig und richtig schön charmant, mal abgesehen vom Zentrum in Düsseldorf, wo es die ganzen Luxusgeschäfte gibt und so weiter. Das ist hier ein richtig harter Kontrast. Ich habe ein bisschen was zu essen dabei, ich habe ein bisschen was zu trinken dabei. Ich werde mir jetzt ein Brot essen, ein bisschen einen kleinen Schluck Kaffee trinken und dann geht es hier gleich weiter auf die nächsten Kilometer. Auf meiner allerersten Radtour, die ich auch für YouTube finde.
Und damit habe ich Monheim quasi schon wieder verlassen und habe jetzt einige Kilometer hinter mir schon. Wir sind jetzt etwa bei 19 Kilometern und das geht hier richtig flott, klar ohne Höhenmeter, aber du kommst halt mit dem Fahrrad auch sehr, 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 sehr viel schneller voran. Wenn ich überlege, für 50 Kilometer zu Fuß, wie lange ich da brauche und wie schnell man das mit dem Fahrrad erledigt hat. Klar, ist natürlich ein unfairer Vergleich, aber es ist halt trotzdem krass zu sehen, wie viel Distanz man mit einem Fahrrad zurücklegen kann, ohne in Anführungsstrichen großartige Anstrengung. Also das finde ich auf jeden Fall richtig krass. Und mein Kaffee, den ich mir zu Hause gemacht hatte, der hat leider nicht so besonders gut geschmeckt. Das war beim letzten Mal auch schon so, dass der nach Spülmittel geschmeckt hat. Und ich kann mir nicht erklären, warum, weil ich die Thermoskanne mehrfach durchgespült habe und trotzdem schmeckt er nach Spülmittel. Das heißt, die nächste Bäckerei oder ähnliches, die wartet hier auf uns. Und da fahren wir in Leverkusen ein. Herzlich willkommen. Ja, läuft hier auf jeden Fall. Also geht's hier erstmal munter und heiter weiter auf meiner ersten Fahrradtour hier entlang des Rheins. Schöne Grüße an dich, mein Lieber. Ich habe leider wieder mal nicht nach dem Namen gefragt, aber du wirst sicher wissen, wer gemeint ist. Ich bin jetzt hier in Leverkusen-Hittdorf und stand hier gerade am Straßenrand und habe nach einer Bäckerei geschaut. Bin ich von hinten angesprochen worden. Jörg, bist du es? Oder so sinngemäß. Und ja, Zuschauer von mir, schöne Grüße nochmal an dich. Ist auf jeden Fall eine richtig coole Nummer. Und freut mich auch. Auch wenn man nur so ein paar Worte wechselt. Aber die Leute halt mal persönlich zu treffen, ein paar Worte auszutauschen, das ist schon richtig cool. Und habe auch von ihm den Tipp bekommen, dass es hier Richtung Leverkusen auch irgendwann in einigen Kilometern ein Edeka oder ähnliches geben soll, wo man sich einen Kaffee holen kann. Deswegen geht es für mich erstmal weiter hier am Rhein entlang. Da hinten könnt ihr ihn so ein bisschen sehen. Teilweise ist hier ein Naturschutzgebiet. Da darf man dann tatsächlich mit dem Fahrrad nicht fahren. Standen auch explizite Schilder jetzt. Deswegen geht es für mich hier weiter auf diesem wundervoll ausgebauten und vor allen Dingen flachen Rad- und Fuß- und Autoweg, wie auch immer. Erstmal heiter weiter Richtung Köln. Ich bin jetzt unweit der Wuppermündung in den Rhein. Da darf man leider nicht mit dem Fahrrad hin. Ist gesperrt, Naturschutzgebiet. Die geplante Brücke oder die Brücke, die eigentlich hier existiert, die Pontonbrücke, die ist, denke ich, vom Hochwasser noch beschädigt. Die soll aber im Herbst 2023 wieder eröffnet werden. Da war jetzt auch kein Durchkommen, da war alles noch abgesperrt. Bauzaun und Gerüst etc. Eigentlich echt schade. Also ich hätte gerne mal den Blick auf die Wuppermündung gehabt, von der anderen Seite sozusagen. Aber der bleibt uns heute leider verwehrt. Und so geht's hier erstmal weiter auf dem Deich hier in Leverkusen auf meiner kleinen Radtour. Ja, wenn man schon hier in Leverkusen unterwegs ist und diesen Wasserturm sieht, den kenne ich sehr gut von der Autobahn aus, dann muss man einfach auch zur Bayarena einmal hinfahren, einmal eine kleine Runde drehen hier. TSV Bayern 04 Leverkusen, Kurt Ries Sportanlage, Herbert Grünewald Halle. Und hier in unmittelbarer Nähe sollte dann auch die Bayarena sein. Mal gucken, wie wir da rankommen, rumkommen, wie auch immer. Klar, das ist jetzt natürlich der ein oder andere Kilometer mehr. Da muss ich tatsächlich auf dem Rückweg ein bisschen mehr Gas geben. Denn es ist tatsächlich so, dass ich nicht den ganzen Tag Zeit habe, leider. Und das muss halt
vom Timing her passen, aber da kriegen wir schon alles geregelt. Höhenmeter sind ja großartig nicht zu erwarten, von daher sollte das alles kein Problem sein. Herzlich willkommen an der Bay Arena. Hier parallel gibt es McDonald's, da war ich jetzt gerade drin, habe mich gestärkt. Und jetzt geht es zurück auf noch etwa 35 bis 40 Kilometer. Jetzt muss ich tatsächlich erstmal den Track wieder zurückfinden auf die geplante Route. Aber das kriegen wir schon hin. Also geht's weiter Richtung Zielpunkt. Ja, hier könnt ihr die Riesenbaustelle sehen. Links Gänge ist wieder zurück, wo ich hergekommen bin. Wir fahren jetzt aber hier rechts über die Rheinbrücke auf die andere Rheinseite und dann da entsprechend wieder zurück. Somit verlassen wir hier, denke ich, auch Leverkusen und werden auch ein kleines Stückchen nun auf Kölner Stadtgebiet fahren. Ja, hier endet der Fuß- und Radweg tatsächlich und mal schauen. Wir fahren erstmal weiter geradeaus oder wir fahren daher. Ja, ist eine verdammt gute Frage jetzt. Aber das Schild geht eindeutig nach da. Der Kollege wartet. Sehr gut. So, ja, hier ist halt die Riesenbaustelle. Ich glaube, das ist hier die Leverkusener Brücke, die hier neu bauen. Und da leidet natürlich auch der entsprechende Personen- und Radverkehr ein bisschen mit Umleitungen etc. Aber naja, man muss halt ein bisschen die Augen offen halten, denke ich, ne? Ah ja, oben kann man nochmal sehen, wie sie schön am Bauen sind da oben. Richtig krass hier. Ja. Aber es ist auch gut, dass sie nicht einfach nur das Gelände komplett einfach absperren, generell, sondern dass die für Fußgänger und Radfahrer etc. Da auch entsprechende Möglichkeiten anbieten. Im Hintergrund könnt ihr nochmal die Leverkusener Brücke sehen, die ich eben ja überquert habe und jetzt auf der anderen Rheinseite wieder zurückfahre. Eine kleine Umtragestelle gab es auch, habt ihr auch gesehen. Und jetzt geht es tatsächlich schon wieder zurück. Herzlich willkommen, immer noch auf dem Deich Richtung Düsseldorf zurück. 49,2 Kilometer habe ich jetzt zurückgelegt,
habe jetzt hier eine schöne Bank gefunden, mache jetzt hier eine kleine Pause. Es ist mittlerweile ordentlich warm geworden, aber ich habe leider keinen Platz mehr in meinem Rucksack, um noch die Jacke hier zu verstauen. Und ehrlich gesagt bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist, bei dem Fahrtwind, wenn man geschwitzt hat, wie auch immer, dann noch die Jacke auszuziehen, im Sinne von Erkältung etc. Vielleicht sind ja Radprofis unter euch, bin mir ziemlich sicher, dass da einige Radprofis unter euch sind, die da vielleicht eine kompetente Auskunft zu geben können. Mir ist natürlich vollkommen klar, dass vorher ausziehen immer besser ist, als zu schwitzen. Aber jetzt die Jacke auszuziehen, halte ich theoretisch und praktisch auch für falsch. Deswegen mache ich es auch nicht. Cola haue ich mir jetzt rein, Mülleimer ist auch hier. Ja, 49,2 bisher. Neuer Rekord für mich auf jeden Fall. Und es sind jetzt noch geplant, waren ja 63. Mit dem Umweg zur Bayarena hin und wieder zurück, könnten wir tatsächlich so bei 65 Kilometer landen. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns, aber mit dem Fahrrad geht das ratzfatz. Ja, hier auf der rechten Seite könnt ihr den Rhein sehen. An Zons bin ich auch gerade schon vorbei. Und ich könnte natürlich mit so einer kleinen Fähre auf die andere Seite wieder übersetzen. Würde aber dann maximal Kilometer abkürzen. Und ich möchte möglichst natürlich, ja, nicht so viele Kilometer wie möglich schaffen, aber schon das gesteckte Ziel erreichen von 63 Kilometern. Das wird sicher klappen. Und deswegen habe ich auf jegliche Fährfahrt verzichtet. Ich glaube, zwei gab es bisher auf dieser Strecke hier. Boah, einige Schlaglöcher gibt es hier auch. Und ja, deswegen geht es jetzt hier auf so einem kleinen Schotterweg erstmal weiter. Parallel tatsächlich diesmal auch am Rhein entlang. Finde ich auf jeden Fall richtig schön hier. Richtig schön eben. Also eben, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das war so hinter Köln. Das war sogar, glaube ich, noch auf dem Kölnpfad. Da war es wirklich ein kleiner Moment, wie als wäre man in den Niederlanden. Man würde dann eine Fahrradtour machen. Man hat hier auf der rechten Seite dann, wie gesagt, ja, den Rhein gehabt. Und da kann man natürlich seine Fantasie ja freien Lauf lassen. Dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das vielleicht die Nordsee ist oder die Ostsee, wie auch immer. Also in den Niederlanden natürlich nicht die Ostsee, ist ja klar. Aber dann, weiß ich nicht, ich habe mich wirklich wie in den Niederlanden gefühlt, auf Urlaub für eine Woche und einen auf entspannt hier machen, im Fahrrad durch die Gegend fahren. Also ganz ehrlich, das ist so toll und ich glaube, das wird auch garantiert nicht die letzte Radtour gewesen sein, die ich gemacht habe. Auch nicht für YouTube, ganz im Gegenteil. Wie, was, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Aber ich könnte mir durchaus auch vorstellen, mal hier so eine Zweitagestour zu machen mit Übernachtung. Müsste man mal schauen. Ist ja auch immer auch eine Zeitfrage. Von daher, aber Gepäckträger habe ich und entsprechende Taschen habe ich mittlerweile auch. Da habe ich den ein oder anderen Euro investiert gerade in der letzten Zeit, in den letzten Tagen. Und ja, schauen wir mal, was da noch kommen mag. Vielleicht habt ihr ja auch sogar einen Tourentipp, wo ich mal hinfahren kann. Möglichst aber ohne großartige Höhenmeter, da ich mit einem, ja, soll ich mal sagen, einem richtigen Fahrrad unterwegs bin, ohne irgendwelche E-Motoren und ähnliches. Und da komme ich tatsächlich auch zu einem sehr interessanten weiteren Thema, was mir gerade eingefallen ist. Dazu aber gleich.
So langsam neigt sich diese kleine Radtour dem Ende entgegen. Also ich glaube, die 70 Kilometer werden wir auf jeden Fall knacken. Da im Hintergrund könnt ihr den Rheinturm sehen und die entsprechende Brücke, die mich jetzt wieder auf die andere Rheinseite bringt. Von da aus sind es vielleicht noch 2-3 Kilometer bis zum Parkplatz, wo ich gestartet bin. Ja, ihr hört, die Uhr piept. Ich habe heute zur Abwechslung mal die Abbiegehinweise aktiviert. Das ist doch sehr, sehr hilfreich. Gerade wenn man relativ flott unterwegs ist. Bei Wanderungen nervt mich das tatsächlich eher. Und ja, ich habe jetzt gedacht, wir fahren noch mal ein bisschen am Rhein entlang. Und habe deswegen extra gewartet auf einen schönen Moment. Aber leider ist im Moment der so, wie er ist. Als ich angefangen habe, mir darüber nachzudenken. Oder darüber nachzudenken. Ich könnte doch mal wieder was erzählen. Da waren wir bei Kilometer 60. Ich glaube, wir sind jetzt bestimmt bei 67 Kilometer. Es ging am Deich entlang, an schönen, ja, Feldwegen, sage ich jetzt mal. Aber jetzt auch nichts Spektakuläres. Aber jetzt geht's hier hoch über die Autobahnbrücke. Das könnte vielleicht sogar die Rheinkniebrücke sein. Düsseldorf-Bilk. Ja, also geht's heiter weiter auf die letzten Kilometer. Ja, ich wollte doch noch ein sehr interessantes Thema ansprechen. Und zwar, wenn ich mich für etwas begeistern kann, dann würde ich am liebsten direkt einen Rundumschlag machen und alles neu kaufen. Aber da muss ich mich echt auch zurückhalten und nicht da in Kaufrausch zu verfallen. Möchte aber an dieser Stelle sehr lobend das Zweiradgeschäft Legewi in Solingen am Südpark erwähnen. Ich habe mich da mit einem Mitarbeiter unterhalten, doch sehr ausführlich. Ich wollte eigentlich nur einen Gepäckträger dort kaufen und habe nicht gedacht, dass das so aufwendig ist für unterschiedliche Größen, Bauweisen, Anhängevorrichtungen etc. pp. Schlussendlich habe ich den Gepäckträger zwar woanders gekauft, werde aber bei Zeiten da garantiert nochmal vorbeischauen und mich da vielleicht nochmal beraten lassen für das ein oder andere Ausrüstungsstück, was vielleicht in der Zukunft mal interessant werden könnte. Schauen wir mal, also wenn ihr aus Solingen kommt oder Umgebung, schaut gerne mal beim Zweiradhändler Legewi vorbei im Südpark. Nach 70,92 Kilometern bin ich wieder auf meinem Startpunkt, an meinem Startpunkt angekommen und kann echt sagen, das war doch eine sehr angenehme Tour und habe mir im Vorfeld natürlich Gedanken gemacht, wie kannst du den Schmerzen im Hintern so ein bisschen vorbeugen. Musste ich gar nicht, der Sattel war offensichtlich korrekt eingestellt. Konditionell ging das auch alles klar, am Ende tat mir ein bisschen die Oberschenkel weh, tun sie jetzt natürlich auch. Ich meine ganz ehrlich, 71 oder knapp 71 Kilometer hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich die erreiche. 63, die geplant waren, waren eigentlich schon gefühlt grenzwertig für mich. Aber es hat alles funktioniert. Also ich kann nur sagen, das schreit definitiv nach einer Wiederholung. Dann würde ich es nämlich tatsächlich genauso machen. Würde mich irgendwo auf einem Wanderparkplatz platzieren und dann da die Tour starten, wo die Höhenmeter nicht so exorbitant krass sind, so wie im Bergischen Land. Beim Wandern und so weiter ist das cool, aber irgendwie beim Radfahren, wenn du da mehrere Kilometer berghoch musst, da, da hätte ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Und ja, so geht für mich hier eine wundervolle Radtour zu Ende. Also wenn ihr einen Tipp habt, wo ich mal eine Tour machen kann in Nordrhein-Westfalen, möglichst wenige Höhenmeter, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Mich interessieren ja auch so rund, gibt es rund Fahrradwanderwege, Fahrradwege, so wie ein Klingenpfad oder irgendwie sowas in der Art.
Ich habe keine Ahnung, ich habe da so viel Informationen gefunden. Ich bin auch an so vielen oder auf so vielen Fahrradwegen unterwegs gewesen, die nicht in irgendeiner Art und Weise ausgeschildert waren, sondern lediglich mit einem Pfeil und einem Fahrrad. Aber es ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, wenn euch dieses Video und diese Tour und diese Radtour vor allen Dingen gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Falls du es noch nicht getan haben solltest, darfst du selbstverständlich gerne den Kanal abonnieren. Mit diesen Worten bin ich raus. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao.